Ja, wir haben ja noch nicht mal 12. Ja. Ja, machen wir euch gerne fertig, können wir nicht. Also eigentlich merkt man am Anfang so die Schärfe, irgendwann fängt es dann immer mehr an mit den Tränen, wenn man halt am Essen ist währenddessen. Wir machen ein paar Tränchen. Egal, ob ich jetzt einen ganzen Löffel davon nehme oder im Prinzip so dieser berühmte, ich habe ja nur mit dem Zahnstocher da, bin ich da reingegangen. Die Schärfe ist da, die verteilt sich im Mund. Die meisten schaffen es bis 3, 4 und dann hören die auf. Wir haben bei Stufe 4 angefangen. 4 ist das höchste, wo man hier anfangen kann. Da muss man das erste Mal unterschreiben und dann kann man sich Stufe für Stufe steigern. Bis Stufe 6 haben wir es ohne Vorbereitung gemacht, das war dann aber relativ stramm. Und da haben wir ab Stufe 7 dann angefangen, also ab der Stufe, wo wir uns dann auch vorbereitet haben, also Mascarpone vorher gegessen, dass der Magen halt so ein bisschen ausgekleidet ist, bevor das Schafe dann reinkommt. Also es geht halt zum einen daran, seine eigenen Grenzen zu finden. Das ist für uns eigentlich ein großer Anreiz und natürlich auch, dass man sich selbst ein bisschen was beweisen will. Ich sag mal salopp, man sollte sich vielleicht morgens erstmal mit Tabasco die Zähne putzen, bevor man dann hier mal scharf essen möchte. Ist wirklich also ganz, ganz, ganz scharf.